Papst Franziskus hat für Oktober 2019 eine Amazonien-Synode in Rom angekündigt. Das Sondertreffen katholischer Bischöfe aus aller Welt soll sich vor allem mit neuen Wegen der Glaubensverkündigung an indigene Völker befassen. Diese würden oft vergessen und seien von den Umweltproblemen im Amazonasgebiet bedroht, sagte der Papst am Sonntag bei seinem Mittagsgebet auf dem Petersplatz. Papst Franziskus hat zum Welternährungstag mehr Einsatz gegen Konflikte und den Klimawandel gefordert. Diese seien auch nach den Vereinten Nationen die Haupthürden im Kampf gegen Hunger und Migration, sagte Franziskus am Montag bei seinem Besuch am Hauptsitz der UN-Ernährungsorganisation FAO in Rom. Auf dem Spiel stehe die Glaubwürdigkeit des gesamten internationalen Systems, warnte der Papst. Papst Franziskus ruft Angehörige aller Religionen zu gemeinsamem Engagement für Frieden und Umweltschutz auf. Die Religionen sind naturgemäß dazu bestimmt, Frieden, Gerechtigkeit, Brüderlichkeit, Entwaffnung sowie den Schutz der Schöpfung zu fördern, sagte er am Mittwoch im Vatikan vor einer Delegation der Weltkonferenz der Religionen für den Frieden. Es geht dabei nicht nur um ein Geschenk Gottes, sondern auch um die Anstrengungen der Menschen. Alle seien gerufen, so der Papst. Papst Franziskus hat am Sonntag 30 Katholiken heilig gesprochen, die im 17. Jahrhundert in Brasilien von Protestanten ermordet wurden. Des Weiteren sprach Franziskus drei jugendliche mexikanische Märtyrer aus dem 16. Jahrhundert, einen spanischen Priester und einen italienischen Kapuziner heilig.